take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Building-Challenge, es ist Samstag und wir wollen uns heute um wieder eine Wants-to-Watch-SBC kümmern. Ein neues ist draußen, es ist Boadu, gestern auch thematisiert, er ist schon in den EA-Datenbanken drin gewesen, aber noch nicht in-game. Jetzt ist er draußen als Squad-Building-Challenge von Monaco, der Link zu Ben Yedda und Co. zum neuen Team of the Week. Wir gucken uns gleich die Linkmöglichkeiten an. Wir haben auch die Linkmöglichkeit zu Wijnaldum zum Beispiel von gestern oder zu Kluivert, den es ja in den, oder immer noch in den Objectives einmal gibt. Bevor wir reinsteigen ins Video, könnt ihr gerne das Video supporten, Jungs, mit dem fetten Daumen nach oben. Lasst mich gerne eure Meinung zur SBC rein runter in die Kommentare auf jeden Fall wissen. Nehmt euch kurz die 2 Sekunden Zeit, um einen Daumen nach oben dazulassen. Und wenn es euch nicht ausmacht, gerne auch die Glocke natürlich aktiv einmal aktivieren von eurer Seite aus, um nichts mehr zu verpassen. Kurz vor den 45.000 Abonnenten, Jungs. Danke für den fetten Support. Und ihr wisst Bescheid, Jungs. Heute Mittag ist schon ein Video online gekommen. Wir haben gegen Bundesliga-Profi. Haben wir gezockt. Das war mein erstes Weekend-League-Game. Komplett aufgenommen für euch. Checkt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab. Heute Mittag ist das Ganze online gekommen und war auf jeden Fall auch eine interessante Partie. Also, ich würde sagen, wir legen los, Jungs. Lasst mich eure Meinung, wie gesagt, wissen. Dafür ist der Kommentarbereich da. Mit den Zielen erstmal. Da gibt es heute nicht so vieles Neues. Kammerwinger und Co. ja immer noch am Start, Jungs. Und zwar haben wir die Wants-to-Watch-Deko. Ja, ihr seht es, ein Wants-to-Watch-Trikot ist da am Start. Spiele 3 Partien, heißt es da. Erziele 10 Tore mit einem Stürmer. Beliebiger Modus und gewinne 4 Squad-Battles-Partien auf Halbprofi und Rivals, also in Rivals-Partien. Also im Endeffekt kriegt ihr das, ihr habt jetzt 4 Tage Zeit, so oder so, ihr werdet es wahrscheinlich ohne irgendwie Wert drauf zu legen, so oder so abschließen und dann habt ihr das Wants-to-Watch-Trikot für euch am Start. Daily Objectives sind heute neu rausgekommen und das heißt für uns jetzt rein in die SBCs. Guck mal gerade, ob das Preview-Pack noch da ist, dann nehmen wir das noch eben auch noch mit, Jungs. Gehen kurz in den Shop, gucken da, ob es da was gibt. Klassische Packs, Gold-Packs, jawohl, da ist es. Das Preview-Pack ist noch da und vielleicht ja Wants-to-Watch. Nein, keine Flammen, wir haben einen Luis Felipe. Otamendi. Ja. Geht besser. Naja, vielleicht hat er mehr Glück, Jungs. Versucht es sehr, sehr gerne. Jetzt aber rein in die SBC. Und da haben wir jetzt neben Wijnaldum einen weiteren Holländer. Boadu ist am Start, Jungs. 2 Segmente heißt es. Hol dir von mal AS Monaco. Jetzt gewechselt dahin. Einmal den Wants to Watch von ihm. Wir haben 1 Woche Zeit für ihn. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Und wir haben folgende Karte am Start. 3 Sterne und 5 Sterne schwacher Fuß, Jungs. Wie geil ist das denn, dass der als Wants-to-Watch draußen ist, 76er geratet und ihr wisst Bescheid, er bekommt schon einen Boost, wenn Monaco innerhalb der nächsten 10 Spiele 5 Spiele gewinnt. Ja, die ganz normale Goldkarte war gerade für den Anfang natürlich auch schon sehr, sehr gut dabei und ja, wir gucken gleich mal einfach, was die SBC kostet. Also 5 Sterne schwacher Fuß macht ihr natürlich schon mal richtig gut, Hochmittelarbeitsraten finde ich auch sehr, sehr nice. Monaco, League Orlink, Niederlande. Und den können wir halt, wie gesagt, zu einem Wijnaldum mit einem Streuning oder zu einem Kluivert auf der linken Seite. Also wir können dieses Dreieck zwischen Stürmer, ZM und LM auf jeden Fall bilden, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch einen Ben Yedda, der auch sehr beliebt ist und zu ihm können wir ihn auch linken. Also besser geht es eigentlich gar nicht und insofern Linkmöglichkeiten sind mehr als genug da. Der neue Team of the Week, ich komme gerade auf den Namen nicht, ist auch am Start, den wir zu ihm linken können. Chouameni heißt er, genau. Und insofern not bad. Ja, zu seinen Stats müssen wir nicht lange drum rumreden, Jungs. Er hat natürlich das Temposchadenstart und Schuss, Dribbling, Ausdauer, den Ruhewert. Da muss natürlich nach oben was draufkommen, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass er auf jeden Fall das ein oder andere Upgrade kommt. Vielleicht 1, vielleicht 2. Das würde ihm ja schon mal etwas reichen. Und jetzt gucken wir einfach mal weiter, Jungs. Er bringt noch mit den Außenrissschuss. Auch das vielleicht wichtig für diesen FIFA-Teil. Und wir sehen, oh, der erste Squad ist mindestens Gold, mindestens 30. Das ist okay. Für ein 2-Spieler-Pack. Und dann haben wir hier ein Premium-Gold-Pack. Und die Packs sind jetzt ein bisschen low. 83er Graden Squad, Jungs. 70 Teamschmie. Es geht klar. Wenn wir bedenken wirklich, dass das Futter nicht wirklich teuer ist, dann dürfte die SBC nicht 10, 15k, weiß nicht, eher so ein bisschen drunter, irgendwas dazwischen kosten, Jungs, 10k vielleicht, müssen wir mal gucken, ob schon ein Preis da ist. Naja, wir haben schon Preis, Jungs, 14k, stand jetzt bei Footbin. Ein paar werden vielleicht wieder sagen, okay, ist ein bisschen teuer oder ist jetzt schon ein bisschen zu low-rated. Striker von Monaco, 5-Star Weakfoot,
I will stay with Ben Yedda, schreibt er schon an rein. Ja, und hier sagt er, okay, a bit of a dodgy price, but he gets a lot of informs. Also er geht schon davon aus, okay, informs wird er bekommen. Wir gucken mal gerade rein in die Real-Life-Stats. Jetzt ist sogar nicht, er hat 8 Partien und ein Assist bis jetzt einmal am Start gehabt. 5-mal davon eingewechselt. Also da mal gucken, ob er auf jeden Fall einen Monster-Watch bekommt. Ich denke, den einen Boost wird er definitiv bekommen. Wir haben außerdem eine kleine Puzzle-SBC am Start. Und war Wijnaldum zu PSG. Dschungelprim-Goldspieler-Pack, Untrade. Es kann gönnen, muss nicht. Wir gucken mal eben rein, Jungs, in die SBC. League All, mindestens ein Spieler aus derselben Liga, mindestens 5 Spieler aus einem Verein, maximal 8, selten sogar 10, 75er Gesamtrating und die Teams schon wie bei 95. Ja, Jungs, müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Wenn ihr Bock habt auf das Pack, holt es euch sehr, sehr gerne ab, die kleine Puzzle-SBC. Aber auf jeden Fall Boadu, der heutige Spieler, der da als SBC raus ist. Und wir gehen mal kurz zum Footbin, gucken uns nochmal Preis an, die Linkmöglichkeiten und Co. Also, let's go. So, Freunde, da ist er am Start. Boadu, den wir uns angucken. Und zur SBC haben wir jetzt ja immer noch so 14, 15k. 75%, 74% um genau zu sein, bei 47 Votes. Daumen nach unten. Die Puzzle SBC, würde gesagt, ist ganz in Ordnung für das Jumbo Premium Goldspieler-Effekt. Vielleicht machen wir es gleich, Jungs. Jetzt aber erstmal zu Boadu und zu den möglichen Links. Also, ich habe schon ein bisschen was gesagt. Ben Yedda oder Tchouameni in Bezug auf die Geschichte mit Monaco. Und wenn wir dann in die Ligue 1 gehen, gut, zu den High-Rated-Sachen brauche ich euch nichts sagen. Aber wenn wir natürlich dann die Nation wählen und sagen, okay, wir gehen jetzt hier in die Niederlande, ja, dann kommt uns hier halt ein Wijnaldum entgegen, ein Kluivert und Boadu. Da perfekt das Dreieck, was man eigentlich bilden kann. Besser geht es absolut nicht. Sehr, sehr geile Geschichte. Und dahingehend sind wir dann auch wieder bei der Objective hier von Kluivert, wo es ja auch unter anderem darum ging, mit Holländern und mit Ligue 1-Spielern Tore zu machen. Falls sowas Ähnliches nochmal kommt, seid ihr dann hier gut aufgestellt, wenn ihr denn alle drei Once-to-Watch-Karten dann habt, früher oder später. Natürlich, Stand jetzt könnt ihr Wijnaldum noch Normal holen für 3000 Münzen. Das geht auch ganz klar fest, ganz klar in Ordnung. Das steht fest. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch die kleine Puzzle-SBC. Und hoffen auf Packluck, Jungs. Come on, let's go. So, Freunde, wir haben den Squad ready to go. 76er Bewertung, Jumbo Premium Gold Spieler Pack. Und dann gucken wir mal rein in das Set, ob es denn was bringt. Wijnaldum zu PSG. Top oder Flop? Untrade ist das ganze Welt natürlich jetzt nichts dagegen, Mods Watch zu ziehen, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Also gucken wir mal rein. Komm, EA. Zeig uns was Gutes. Flammen sind schon mal da. Hey, nehmen wir mit. 84er Luis Alberto. Ja, ganz okay. Jungs, reines Spielerpack. Luis Alberto. Als 84er SBC-Futter. Bonu ist am Start. 82er Royal Bonu. Also noch weitere 82er für SBCs. Acerbi. Nice, Jungs. Und da bin ich direkt am überlegen, ob wir jetzt hier Boadu mit abschließen. Also nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich wissen, was hattet ihr in eurem letzten großen Pack am Start. Und damit haut rein. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.